Passt auf, Leute, denn der Teufel arbeitet jetzt in doppelter, dreifacher Geschwindigkeit. Es ist unfassbar, wie viele Attacken in letzter Zeit nicht nur in meinem Leben sind, um mich herum. Ich sehe es überall, die Leute hier. Ja, ich sehe es in den Kommentaren und sowas. Ich habe es im Live, in den Lives sehe ich manchmal auch Kommentare und sowas. Und es ist nicht nur bei mir. Ich weiß, dass es bei euch auch so ist. In letzter Zeit die dämonischen, teuflischen Attacken sind stark. Der Teufel arbeitet hart. Dieses Jahr wird ein hartes Jahr. Ich sag euch, ich gebe hier euch keine Feel-Good. Hauptsache, ich fühle mich gut, Message schnell. Oder ich bin motiviert, Message schnell. Das ist jetzt real life ich, ja. Und manchmal muss man einfach es so sagen, wie es ist. Und es ist nicht schön. Könnt ihr es spüren, in letzter Zeit diese ganzen Attacken des Teufels, der dich weinen sehen will, der dich leiden sehen will, der dir deine Freude, deinen Spaß nicht gönnt. Auf einmal, du hast irgendwo, irgendwas läuft gut und im nächsten Moment, bumm, hier kommt irgendwas und es macht wieder alles kaputt. Und da läuft wieder was gut und auf einmal, bumm, wird es wieder zerstört. Hast du es endgültig satt, dann sag dem Teufel goodbye, leb wohl und finde immer mehr den Herrn. Geh immer mehr den göttlichen Weg. Weil vielleicht, ich muss auch ehrlich sagen, wir versuchen an alten Dingen festzuhalten, obwohl wir wissen, die sind verdammt, die sind nicht von Gott bestimmt, die sind von Teufel. Und wir halten dran fest und halten dran fest und halten dran fest und wundern uns, warum. Ich mache hier was und da geht was kaputt. Und ich mache wieder was und es geht wieder was kaputt. Und ich denke, oh, jetzt läuft es endlich und auf einmal kommt wieder irgendwas, was mir das zerstört, diesen Moment. Jedes Mal. Da muss ich dir ehrlich sagen, du musst dein Umfeld verändern, verlassen, musst etwas verändern. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was es ist, nur du weißt, was es ist. Vielleicht versuchst du mal wieder zurück zu den alten Menschen zu gehen und auf einmal du wirst wieder verletzt. Und erst läuft alles gut und auf einmal wirst du wieder verletzt. Oder du versuchst zu deinem alten Job zu gehen und es läuft erstmal alles gut und dann ist wieder alles, geht alles den Bach runter. Und du verlierst deinen Job und sonst was. Nicht, du gehst in den alten Betrieb, aber in deinen alten Job. Du hast jetzt lange nicht mehr in diesem Job gearbeitet, hast jetzt gedacht, ey, ist mir auch schon so oft passiert, ja, damals. Wenn ich gedacht habe, ey, komm, ich muss dem noch eine Chance geben. Ich gehe jetzt in diese Firma. Vielleicht wird es da besser laufen. Vielleicht läuft es da besser. Auf einmal, eine Zeit lang läuft es gut. Die ersten 2 Tage sind gut. Auf einmal kommt wieder die Zerstörung. Wie arbeitet der Teufel? Steal, kill and destroy. Stehlen. Ja, und zerstören. So arbeitet er. Und du hast gedacht, ey, das wird jetzt was. Das ist mein Durchbruch. Das ist der Job. Und auf einmal destroyed. Und wieder hast du deinen Job verloren. Oder wieder wurdest du gemobbt auf der Arbeit. Oder wieder hast du so einen komischen Chef. Und erst ist alles gut gelaufen. Auf einmal nach 2, 3 Tagen, eine Woche, einen Monat, ein Jahr. Je nachdem, wie lange es dauert, ist egal. Kurze Zeit später kommt sein wahres Gesicht und du denkst, oh, wo kommt das jetzt her? Ich hätte gedacht, endlich mal ein guter Chef auf einmal, der ist wie jeder andere auch. Gott zeigt dir doch die ganze Zeit schon, dass es so nicht weitergehen kann. Er zeigt es dir, du musst ihn endlich erhören. Gott zeigt dir diese ganzen Messages, er gibt dir die Messages, er gibt dir die Botschaften, er gibt dir die Offenbarung, er zeigt dir alles. Er zeigt dir alles. Der ist falsch, das ist falsch, dieser Job ist nicht richtig, diese Menschen sind nicht für dich, dieses Umfeld ist nicht für dich, dieses Haus ist nicht für dich, diese Wohnung ist nicht für dich, diese Umstände sind nicht für dich. Du musst endlich was verändern. Du musst endlich dein altes Ich hinter dir lassen. Denn sonst wird dich der Teufel immer wieder heimsuchen. Wir müssen jetzt alle Türen schließen. Wir dürfen den Teufel nicht mehr in unser Leben, in unser Haus, in unsere Wohnungen lassen. Wir dürfen ihn nicht mehr in unser Leben lassen. Wir dürfen ihm keine Chance mehr geben. Denn jedes Mal, wenn wir dann nochmal rückfällig werden, wir geben ihm eine Chance. Vielleicht ist es auch die Sünde und du kämpfst die ganze Zeit mit irgendeiner Sucht.
Du kämpfst vielleicht gerade mit irgendeiner Sucht und du bist davon weggekommen. Und auf einmal kommen jetzt wieder die Attacken und dann, komm, rauch doch diese Zigarette, oh, rauch doch diesen Joint, oh, komm, nimm doch noch eine Line, oh, komm, trink doch noch ein Bier, trink doch noch den Wein und komm, auch bei Menschen, oh, komm, triff dich doch mit diesen Menschen, geh doch feiern und hur hier rum und hab doch Spaß, komm, wir leben nur einmal. Und dann hast du wieder diese dummen Stimmen in deinem Kopf, komm, man lebt nur einmal, man muss das Leben genießen. Und dann genießt du das Leben, auf einmal, bumm, einen Tag später kommt das große Unglück. Auf einmal, du verlierst Geld oder sonst was. Oder, keine Ahnung, diese Leute verraten dich auf einmal. Oder du wirst irgendwo abgezogen, zusammengeschlagen. Ja, irgendwas passiert dann auf einmal. Irgendein Unglück passiert dann, wo dir dann zeigt, ey, ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte das nicht tun sollen. Und jedes Mal bekommen wir diese Messages. Jedes Mal bekommen wir diese Botschaften von Gott. Jedes Mal bekommen wir diese Warnungen. Und wir hören nicht und hören nicht. Und hören nicht. Und wir wollen nicht sehen. Und wir wollen nicht verstehen. Wir wollen es nicht wahrhaben. Aber ich sag euch, ihr müsst es endlich akzeptieren. Sonst lässt ihr dem Teufel immer die Möglichkeit offen, so in euer Leben zu kommen. Ihr müsst jetzt alle Türen schließen. Und sagen, nein, du kommst nicht mehr. Das war's. Ich gebe dir keine Möglichkeit mehr. Ich sündige nicht mehr. Nein. Zigarettenrauch mache ich nicht mehr. Trinken mache ich nicht mehr. Andere Drogen mache ich nicht mehr. Feiern gehe ich nicht mehr. Mit den falschen Menschen treffe ich mich nicht mehr. Die Familie lasse ich hinter mir. Ich baue jetzt mir mein Leben auf. Mein echtes Leben. Das Leben, das mir Gott schon immer geben wollte. Deswegen, Gott spricht, aber du hörst nicht. Und Gott lässt dich frei. Aber er sieht zu und ist enttäuscht, weil er einfach sieht, ey, du könntest es hier so gut haben, aber du bleibst immer noch hier. Wie gesagt, er lässt dich frei. Das ist wahre Liebe, dich gehen zu lassen, deinen freien Willen zu lassen. Und er lässt dich frei. Aber er hasst es, dich so leiden zu sehen, weinen zu sehen, frustriert. Er hasst es. Deswegen, Leute, ihr müsst nicht mehr frustriert sein. Ihr müsst nicht mehr weinen. Ihr müsst nicht mehr leiden. Ihr könnt euch von all diesem Schmerz befreien, wenn ihr endlich jede Tür verschließt und dem Teufel keine Chance mehr gibt. Diesen Dämonen dürft ihr keine Chance mehr geben, weil diese Dämonen, das können falsche Freunde sein. Und die kommen mit ihren Engelszungen, wie der Teufel halt nun mal so ist. Komm, wir haben ein bisschen Spaß. Komm, wir gehen feiern. Komm, wir gehen saufen. Komm, wir nehmen diese Drogen. Komm, wir machen dies. Komm, wir machen das. Und es hört sich so toll an. Wie ist es doch? Gott hat dem Teufel die Gabe der Musik gegeben. Deswegen hat er diese schönen Zungen und kann so schön sprechen und so wortgewandt und es hört sich alles so melodisch und so schön an. Ah, die Sünde hört sich doch immer so schön an. Aber es fühlt sich so falsch an. Und du weißt, dass es so falsch ist. Deswegen nicht alles, was sich richtig anfühlt, ist auch gleichzeitig richtig. Oder nicht alles, ich nehme es zurück, nicht alles, was sich gut anfühlt, ist nicht gleich richtig. Und nicht alles, was sich richtig anfühlt, ist gleich gut. Deswegen, nur weil sich etwas gut anfühlt, ich habe auch mir gestern beispielsweise Burger bestellt und es fühlt sich gut an, es schmeckt. Aber du weißt gleichzeitig, jeden Tag kann ich es nicht essen, weil es ist ungesund. Und es wird mich killen, dieses ganze Fett und Wasser, das ich alles, beispielsweise. Deswegen esse ich es nicht jeden Tag. Aber wir gehen trotzdem hin zu den Menschen, wo wir wissen, oh, je mehr ich mit denen Zeit verbringe, desto mehr killen die mich. Aber wir gehen trotzdem hin und trotzdem hin und trotzdem hin und trotzdem hin. Deswegen verschließ jetzt endlich die Türen. Und lass den Teufel nicht mehr in dein Leben. Es liegt alles an dir. Der Teufel kann dich nur berühren, wenn du es zulässt. Sonst hat er keine Macht über dich. Sonst kann er dich nicht berühren. Und sowieso, Gottes Auserwählte können nicht angefasst werden vom Teufel. Wenn wir es zulassen, kann der Teufel uns etwas antun. Er kommt mit diesen Gedanken. Er kommt mit diesen Szenarios in deinem Kopf. Er kommt mit diesen
Fantasien, ja, mit diesem Zweifel, mit dieser Angst. Er kommt mit den Gedanken. Aber wenn du deine Gedanken nicht unter Kontrolle hast, dann wird dich immer der Teufel unter Kontrolle haben. Verschließ auch diese Türen und gib nicht den Gedanken nach. Er kommt in Form auch von Emotionen. Und wenn du deine Emotionen nicht im Griff hast und dann aus einem Impuls raus arbeitest, so, oh, ich fühle mich jetzt so, nein, ich muss jetzt hier, ja, wenn du deine Emotionen nicht im Griff hast, dann hat auch das Böse dich im Griff. Ich nenne es jetzt das Böse, ja. Ich weiß, YouTube will nicht, dass ich dir die Wahrheit spreche. Jedes Mal, wenn ich solche Videos mache, entweder kommt Shadowbanning oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt mal gespannt, oder das Video wird geflaggt oder sonst was, oder wird hier ab 18 oder irgendwas kommt. Ja, ich bin mir sicher. Aber dennoch, die, die es jetzt sehen können, versteht endlich, es gibt keinen Weg mehr zurück. Der Weg zurück ist der Weg zur Sünde. Zum Schmerz, zum Leid. Deswegen verschließt diese Tür. Lasst den Teufel nicht mehr in euer Leben. Es liegt alles an euch. Es liegt alles an euch. Du weißt ganz genau, hey, wenn ich da hingehe, dort ist der Teufel. Ich sag's jetzt trotzdem, ist mir egal. Dort ist das Böse. Dort ist der Teufel. Dort sind diese Dämonen. Die sind on Demon Time. Hören ihre komische Musik und was weiß ich alles. Ich kann damit feiern. Ich kann es aber auch sein lassen. Und kann mit Gott sein. Auch wenn du alleine bist, lieber bist du stark alleine als schwach gemeinsam. Denn dieses gemeinsam sind wir stark stimmt nur, wenn das Kollektiv auch wirklich stark ist. Aber wenn die Freundschaft hier schwach ist, das Kollektiv schwach ist, die Leute schwach sind, dann sind wir nicht gemeinsam stark, dann sind wir gemeinsam zum Scheitern verurteilt. Das ist einfach so. Du bist nur so stark wie das schwächste Glied. Das Team ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und ich sag euch, dieser fleischliche Körper ist schwach. Es steht schon. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Bibelverse, wenn du es weißt, schreib es rein. Es steht schon hier drin. Unser fleischlicher Körper ist schwach. Deswegen müssen wir unseren Geist und unsere Seele stärken. Deswegen, weil dieser fleischliche Körper ist voller Sünde. Wir sind schwach und wir geben nach. Deswegen musst du deinen Geist stärken, deine Seele stärken, deinen Verstand stärken. Du brauchst eine bessere Relationship, eine bessere Beziehung zu Gott und zum Herrn Jesus Christus, dem Erlöser. Deswegen. Lest das Wort Gottes, kommt Gott näher und er wird euch den Weg zeigen, auch wenn ihr gerade lost seid. Ich weiß, kann viel Angst machen, jetzt ein neues Umfeld kommen und die Türen verschließen und die Leute nicht mehr in dein Leben lassen, neue Freundschaften schließen oder sonst was, kann einem Angst machen. Ich weiß. Aber mach dir immer klar, was passiert, wenn du es nicht tust? Da hast du immer wieder denselben Schmerz. Deswegen. Sagt endlich nein. Sagt endlich nein. In diesem Sinne, möge Gott mit euch sein.